Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Crash Team Racing. Und zwar, schon wie im letzten Part versprochen, machen wir die Steinstraße, wo wir die 20 Kristalle schnell sammeln müssen. Also schnell sein zählt's wieder. Oh Gott, nein, nicht das Level, nicht das Level. Weil hier kann man richtig viel Zeit verlieren. Kriege ich Bomben raus, toll. Ganz große Hilfe. Brauche ich noch niemals die Bomben. So, geschafft. CTR-Chip erhalten. Yeah, yeah, yeah. Ich würde mal sagen, wir widmen uns dem letzten Abschnitt zu, nämlich zur Burg mit unseren drei Schlüsseln. Herzlich willkommen zur Burg, dem letzten Teil, und hier gehen wir auch zum ersten Mal in den Engines Labor. So, die Trophäen sind wieder unser Ziel und dann wieder der Bossgegner für die Burg. Ah, eine schöne Rennstrecke. Auch wenn Engine nicht mein Liebling ist. Aber seine Strecke gefällt mir. Tiny schon mal weg. Aku Aku! Oder was hat die Coco für ein Tempo da drauf? Bitteschön. Ich find's gut. Oh, ich gucke, dass ich mich an die ganzen Schrecken hier erinnern kann. Da fällt auch jemand rein, sage ich ja. Ja. So, er geht eine Runde eine Minute. So, da fällt auch wieder jemand rein. Und nicht einer von den vorderen Leuten. Passt ja. Durch den Speedtunnel hier gehen. Polar ist momentan 2, ich glaube, der fährt mittig. So, den Speeder kann man ja nur immer dann zur richtigen Zeit benutzen. Coco habe ich getroffen. Warum kriege ich jetzt eigentlich so ein Speed-Ding hier? Das ich eigentlich gar nicht brauche. Letzte Runde. Ahoi! Kommt jetzt aber in die Nitro-Feld einer rein. Ihr seid Nitro-geil. Sag ich ja. Jawohl, Polar ist drauf reingefahren. War drauf reingefallen. So, wir die ganzen kleinen Kisten hier. Was
das eigentlich für eine grüne Masse? Ich will es gar nicht wissen. Das Engines Labor ist, kann es nichts Gutes sein. Der auch verdient nur Zweiter ist. Und auch da bleibt. Oder auch nicht. Aber sich damit Codex doch mal den Ehrenplatz prügelt. Codex für Zweiter, okay. Damit haben wir die Trophäe. Juhu! So, die 13. Trophäe. Glückwunsch! Du gewinnst eine Trophäe! So, einmal hier runterfahren. Und zu Burg Cortex. Auch eine schöne Rennstrecke. Ich erinnere mich nur sehr gut an die. Hat gute und schlechte Erinnerungen. 3, 2, 1. Ich weiß auch nicht mehr, was die schlechten waren. Ah ja, der Regen hier, genau. Ach ja, und die Spinnen. Ah, verdammt, Cortex nicht getroffen. Ich glaube, jetzt kommen wir nicht in den schöneren Teil der Strecke. Wo gewinnst du denn? Du bist doch nur Dritter. Das Foto ist ja mal hässlich aus. Ach, lass ich jetzt mal von der Spinne treffen. Das war eine Runde. Auch ungefähr eine Minute lang. Links ist der schnellere Weg, rechts ist der langsamere Weg. Ja, ist echt so. Ja, mal gucken, wie lange. Könnt ihr alle gerne vor mir fahren. Wie lange werdet ihr dort nicht bleiben? Und tschüss. Oh, fällt in deine eigene Waffe rein, ey. Wie genial ist das denn, Cortex? Das hast du sehr, sehr gut gemacht. Nur für mich bestimmt. Weil die letzten Rennschränke sind die längsten, logischerweise. Letzte Runde! Ich bin jetzt zweite Schussbarriere, was soll ich damit? Alter, die Koko fühlt sich behindert, ja. Musst du gleich die FIA melden. Haha. So, Tiny neuer Zweiter. Ja, meine Flasche liegt da immer noch. Hoppala, falsche Taste. Ja, wirklich eine Minute dauert auch eine Runde. Oh, jetzt hätte. Oh, die, was gab's denn hier noch? Eine Rennstrecke erinnere mich jetzt gar nicht gerade dran. Glückwunsch! Du gewinnst eine Trophäe! Irgendwie so da, sieht man das Scheiß. Ja, ja. Da gehen wir später in Heißluftbahn. Auf Cortex-Schiff quasi. Auch genial, ja, den Schreck auf sein Heißluftdammer zu
veranstalten. Eine von Nadelstreifen sind die. Ah. Das macht ja nur Sinn. Da ist auch der nächste Gegner. Hoppla, Spoiler. Naja, es ist eigentlich kein Spoiler. Den mache ich auch noch. Oh, die Abkürzung. Gelungen. Olaf führt gerade. Verdammt nochmal, ich krieg grad die Früchte nicht zusammen. Verdammt nochmal, ey. Das trifft man jetzt ziemlich einfach. Schade, fast hinten eingetroffen. Ja, hat geklappt wieder der Sprung. Au, der Polar hat dann nochmal einen Ton von sich gegeben. Engine und Polar fahren rechts. Drei Raketen. Auto muss mal wieder hochkommen. Nein! Ah, da ist sie echt drauf reingefahren, die Coco. Geil. Ja, war halt auch wieder gepasst. Natürlich ist links der sichere Weg zum Springen. Rechts ist der Risikosprung. Der kann bei mir auch nicht, der kann bei mir auch schief gehen. Uhuhu, da hat nicht viel gefehlt. Musst du da oder lang fährst. Alter, wer mich jetzt noch getroffen? Falscher Weg. Es reicht. Es reicht noch. Obwohl ich einmal abgeballert wurde, noch immer auf der Schrecke weg und falscher Weg. Das hat Aquaco gesagt. Glückwunsch. Wenn's eine Trophäe. So, dann fehlt nur noch eine in meiner Sammlung. Verrat mir meinen Namen. Ah ja. Oxidation. Genau. Die Schrecke für die ist richtig, richtig geil. Genau, die ist richtig. Hoppala, falsche Taste. Die ist richtig, richtig geil. Oh, die ist auch, glaube ich, die längste. Ich bin der Erste mit 10 Bumperfrüchten. Jäger gewinnt.
Nee, falle ich nicht drauf rein. Ja. Ich liebe diese Rennstrecke, ich genieße sie. Nur den Onkel Cortex kriege ich nicht. Jetzt aber. Alter, warum fährt der mir nicht so eiskalt weg, ey? Verdammt, in der Luft nicht als zu aktivieren. Kann man hier zweimal abfahren, dann bleibt er noch mal in die, dann kommt er noch mal in die Luft. Warum kann ich jetzt nicht gewollt von Panitros? No. Genau sowas. Jawohl. Jawohl, Cortex reingefahren. Das wird doch der Sieg sein hier. Ein sehr sicherer Sieg. Verdammt, die wollen ja nach hinten spielen. Ja, ja, egal. Ich habe gerade so einen riesen Vorsprung. Das sollte reichen. Schade, dass der Rückstand nie angezeigt wird. Beziehungsweise Vorsprung. Yeah. So, letzten Kurven. Was, da ist keiner reingefahren. Der Boss meldet sich zu Wort. Ja, das nennst du Rennen? Vergiss es. Willst du Oxid herausfordern? Musst du erst an mir vorbeikommen. Ich bin der Rennkönig hier und ich werde die Welt retten. Für ein hübsches Entgelt natürlich. Da bin ich ja mal gespannt, ob ich den schaffe oder nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Und auf geht's!
Na, des Streifens Herausforderung. Ich glaube, der macht die Bomben auf der Heißluftbahn. 2, 1. Super. Butch, jawoll. Ja, er macht die Bomben. Ne, du sagst eher gute Nacht. Ja. Aber nur nach hinten, nicht nach vorne. Das heißt, wenn ich in Führung liege, ist das immer ein Vorteil. Man kann man diese Führung natürlich nicht immer verwalten. Tja. Aber dafür kriegt man schöne Angriffs-Items. Genau, zack, zack, gute Nacht. Okay, passt doch eigentlich von der Uhrzeit her. Das ist doch eigentlich leicht. Das richtige Timing ist hier entscheidend. Jawoll! Oder noch in meine Flasche rein. Sauber. In Nitro auch noch. Okay, in die Flasche nicht. Aber sehr souverän bis jetzt. In die Flasche vorher auch nicht. Schutzschild. Also, ich habe eigentlich noch eine Risikoschicke und die kommt gerade jetzt. Nämlich dieser Sprung. Jawohl, gelungen. Jetzt fühle ich sehr, sehr souverän hier. Der holt mich ja gar nicht mehr ein. So, warum bitte in die Nitro reinfährt? Jawohl. Ein lockerer Sieg, würde ich ja mal sagen. Ein Start- und Zielsieg. Ohne große Probleme. War einfach. Wie die anderen drei eigentlich auch. Da war nichts schwer dran. So, du hast mich zu Recht besiegt. Ich glaube kaum, dass du Oxid schaffst. Hier ist ein Schlüssel für deine Mühe. Oh Mann. So, der kleine Erdkäfer hat endlich alle Trophäen gesammelt, um Champion zu werden. Hat lange gedauert. Jetzt sehen wir, wer der Schnellste ist. Ja, das sehen wir, nur nicht mehr heute. Denn wir werden vorher zurückfahren und genau noch die restlichen. Ihr habt es euch erraten, bedacht, vermutet diese 4 CTR-Chips im nächsten Part einsammeln
Und dann die Edelsteine und dann noch die zwei Bonusrennen und dann verdienen wir Oxid. Bis dahin, sage ich mal, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Crash Team Racing.